Da gibt's zwei Komponenten. Das eine ist, wir sind eingebettet in unseren zivilisierten Komfort. Das heißt, es ist ein Mensch, der wohnt zu Hause und der hat alles, was er braucht, warmes Wasser, eine Heizung und warme Kleidung und wie auch immer und geht dann raus in die Natur, um quasi die Natur zu erleben. Und an dem Punkt, wo es ein bisschen unkomfortabler wird oder spätestens nach 2, 3 Stunden geht er wieder in sein Haus rein. Das ist fein. Das ist, um Energie aufzutanken. Das ist, um sich rückzuverbinden. Das ist, um wieder in einen angenehmen Zustand zu kommen. Sehr fein. Und das andere ist tatsächlich Retreat in der Natur. Das ist eher etwas Unromantisches. Das bedeutet, für eine gewisse Zeitperiode rauszugehen, in den Wald, auf den Berg, ans Meer, irgendwo, um sich der Natur auszusetzen, um sich mit der Natur auseinanderzusetzen, ohne den Komfort, den wir so gewohnt sind. Und ein bisschen auch an die körperlichen Grenzen zu gehen, nur um festzustellen, es ist alles gar nicht so selbstverständlich, wie wir oft glauben. Was automatisch passiert im Kontakt mit Mutter Erde, ist nämlich, dass wir beginnen, wieder demütiger zu werden, dass wir beginnen, uns mehr dem hinzugeben, was ist. Wir kommen an diese Grundlage in uns zu sagen, wow, ich bin der wundervollste Mensch auf Erden, so wie jeder andere Mensch, und zur gleichen Zeit besteht nicht mehr die Möglichkeit, überheblich zu werden. Natur ist etwas, das in beide Richtungen ausgleicht. Natur ist im Schauspiel der Kräfte in sich immer ausgeglichen. Und sich längere Zeit der Natur auszusetzen, beziehungsweise ein Teil der Natur zu werden, mehr und mehr, bedeutet wirklich so in diesen Schoß sich von Mutter Erde zu legen, um festzustellen, oh wow, es ist immer alles da. Und aus dieser Grundlage heraus dann rauszugehen, etwas zu kreieren, zu erschaffen, irgendwie selbst zur Natur zu werden, ist einfach ein wundervoller Prozess. Das